Hallo ihr Lieben, mein Name ist Clemens, ich bin ASICS Frontrunner und heute zu Gast bei Olli von Absolute Run in Augsburg. Wir werden über den neuen Kayano Lite 2 sprechen. Viel Spaß! Hallo Olli, vielen Dank, dass du uns heute mit dem ASICS Running Expert Lab in Augsburg empfängst, um mit dir gemeinsam als Laufexperte über den neuen Kayano Lite 2 zu sprechen. Hallo Clemens, schön, dass du heute bei uns bist, das freut mich sehr. Der Gel Kayano hat ja schon eine lange Tradition bei ASICS. Was ist denn jetzt das Besondere am Kayano Lite 2? Der Gel Kayano ist ASICS ältester Laufschuh und der Kayano Lite 2 ist an diesen Schuhklassiker angelehnt. Er hat diese typische Kayano-DNA, nämlich dieses Komfortable und das Stabile, aber ist viel leichter. Und das Besondere ist, den gibt es nur bei Schuhexperten wie Absolute Run Stores. Wie schafft es denn ASICS, den Schuh jetzt leichter zu machen? Das ist eigentlich recht simpel. ASICS verzichtet bei diesem Schuh bewusst auf viele Komponenten, die den Schuh normalerweise schwerer machen. Das ist die Mittelfußbrücke aus Plastik, das ist das Gelkissen und die Pronationsstütze. Dadurch wird dieser Schuh zum leichtesten Kayano jemals. Das ist mir beim Auspacken des Schuhs auch direkt aufgefallen. Aber ohne das große Gelkissen im vorderen Bereich kann der Schuh überhaupt den gewohnten ASICS-Komfort bieten. Ja, absolut. Es ist ja nach wie vor ein kleiner Gelanteil so im Vorfußbereich hier verbaut. Ja. Darüber hinaus kommt die Flightform-Technologie zum Einsatz. Das ist so ein weicher, reaktiver Schaumstoff. Und darüber hinaus kommt das sogenannte 3D-Midsole-Design zum Einsatz. In diesem Bereich ist die Dämpfung, ist das Material besonders weich und ermöglicht so nochmal ein komfortableres Laufgefühl. Also unter dem Strich ein sehr komfortabler Schuh. Wie sieht es denn ohne Pronationsstütze und Mittelfußbrücke mit der Stabilität aus? Also für die Stabilität des Schuhs ist vor allem die Geometrie verantwortlich. Wenn wir uns die Innenseite anschauen, dann hat er hier diesen konvexen Verlauf, diesen konvexen Aufbau, der gibt dem Schuh eine Stabilität und verhindert das Rotieren nach innen. Wenn wir uns die Außensohle anschauen, ja, dann ist es so, dass der hier insgesamt breiter gestaltet ist und das gibt dir auch nochmal eine besondere Stabilität beim Laufen. Eine weitere Besonderheit ist die Geschlechtsspezifität. Ja, wie bei dem normalen Kayano ist auch so, dass ASICS zwischen Damen- und Herrenmodell Unterschiede macht und das auch speziell anpasst. So ist beispielsweise das 3D-Midsole-Design nicht nur hier in der Sohle, sondern auch in dem Vorfußbereich. Und die Sprengung ist mit 13 mm 3 mm höher, was die meist kürzere Beinrückseite der Damen besonders entlastet. Also diesen Punkt schätzen besonders unsere Kundinnen. Die kleinen Details aus meiner Sicht sind sehr, sehr wichtig, um sowohl den Damen als auch den Herren ein maßgeschneidertes Lauferlebnis zu bieten. Basierend auf deiner Erfahrung, Olli, wem würdest du diesen Schuh jetzt empfehlen? Also aus meiner Sicht ist der Schuh flexibel einsetzbar, sowohl für Läufer, Läuferinnen, die einen leichten als auch einen etwas stabileren Schuh suchen und geht von den kurzen Strecken bis zur Langstrecke. Ich bin schon ganz heiß, ich würde sagen, jetzt gehen wir raus und testen den Schuh. Gehen wir gemeinsam laufen. Bitte. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, da war was Interessantes für euch dabei. Und seid dabei, wenn wir nächstes Mal in Bonn sind beim Absolute Run. Und da geht es um die schnelleren ASICS-Schuhe, nämlich den Metaspeed Sky und den Magic Speed.